Wie ihr alle auf dem Video gesehen habt, hat Fiele Franz es geschafft, mich doch einmal richtig runter zu buckeln. Ich wollte noch mal kurz ein bisschen erklären, wie es dazu kam. Am Tag vorher bin ich extra mit einem ganz braven Führpferd genau den Weg entlang gegangen. Und er war total brav, ruhig, abgeklärt. Das Führpferd ist stehen geblieben, sodass ich auch alleine einmal hin und her gehen konnte, weil ich ja wusste, am nächsten Tag wollen wir aufnehmen und ich wollte gerne da draußen in der Natur ums Feld ihn arbeiten und wusste, dass am nächsten Tag dann auch Tom mit der Kamera da stehen wird. Das war so gut, dass ich am nächsten Morgen losgeritten bin, direkt vom Stall aus. Und er war auch ganz gelassen im Schritt, bis ich um die Ecke kam und er die Kamera sah und dann auf einmal wirklich in 0,nix sich so aufgeladen hat, dass ich richtig schon gemerkt habe, oh Gott, ich sitze auf einer tickenden Zeitbombe. Dann fiel mir auch ein, dass ich leider meinen Halsriemen vergessen habe. Normalerweise reite ich die Jungpferde immer mit Halsriemen aus. Und das war auch das letzte Mal, dass ich Fiele Franz ohne Halsriemen ausgeritten bin. Und ich habe aber schon während des Stehens gemerkt, der explodiert gleich. Ich sitze gerade auf einer tickenden Zeitbombe. Auf keinen Fall kehrt machen, noch einmal versuchen zu beruhigen. Und in dem Moment explodierte er schon. Es zeigt auch, dass junge Pferde eben doch immer zu allem fähig sind und alles passieren kann. Auch wenn sie auf der Wiese sind, auch wenn sie vorher schon mal da waren. Aber man sollte doch immer den Halsring dabei haben und dann natürlich den Sicherheitssitz einnehmen und vielleicht hoffen, dass man oben bleibt.